Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forage. Oh mein Gott, Hilfe. Die Dinge greifen an und ich hatte gerade gedacht, wenn ich im Menü bin, dann mache ich auch Pause. Das scheint irgendwie nicht so geklappt zu haben. Oh Gott, wie werde ich denn jetzt hier wieder meine Herzen vollkriegen? Ja, Mist, ne? Hätte ich das mal gewusst. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht sterbe dadurch. Das war jetzt schon ein bisschen doof. Die haben mich dadurch nämlich anhüpfen können. Also machen sie doch Schaden, das wissen wir jetzt. Und das gar nicht mal zu knapp. Tja, jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Vielleicht muss ich dann irgendwelche Heiltränke herstellen, kann das sein? Und das einfach nur, weil ich diese leckeren Blaubeeren gegessen habe. Ich konnte einfach nicht anders. Ich musste es tun. So. Habt ihr es gesehen? Das ist ja doch echt gefährlich. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz reingucken. Siegel, irgendwas, Heldentaten, bla bla bla. Items, das haben wir hier alles. Kann ich denn da irgendwie was draus machen? Bauen, Magie. Kann ich noch nichts machen. Wirtschaft, kann ich noch nichts machen. Farmen, kann ich was machen. Ich könnte hier ein paar Fackeln hinstellen. Das ist vielleicht gar nicht mal so blöd. Kommt, wir stellen hier oben einfach mal eine Fackel. Oh, nice. So, jetzt haben wir jede Menge Fackeln gemacht und wir bräuchten halt leider wieder ein bisschen Kohle. Das heißt, wir stellen wieder ein bisschen was her. Wir müssen jetzt wieder ein paar Bäume fällen. Gott, ich hoffe, dass sich das irgendwie mit der HP von selbst irgendwie wieder regeneriert. Denn sonst haben wir ein Problem und ich werde dann demnächst erledigt. Das muss ja nicht unbedingt sein. Da ist schon wieder einer. Gleich kaputt kloppen. Gucken wir mal. Hallo? Stufe 7 und ich habe wieder einen Skillpunkt bekommen. Das sieht gut aus. Dann schauen wir mal nach, was wir jetzt mit diesen Skillpunkten machen können. Vielleicht kriegen wir das dann doch dahin, dass wir irgendwelche Tränke oder sowas brauen können. Brillanz. Was macht denn Brillanz? Erhalte 20% mehr EP. Schaltet Schreibtische frei. Sammeln. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich dann hier cooleres Essen machen, wenn ich das hier freischalte. Das ist echt... Das ist die Frage, ne? Ich habe null Ahnung. Wir probieren das einfach erstmal mit Sammeln. Vielleicht kann ich dann dadurch was zu essen machen. Angeln? Farmen. Vielleicht hätte ich dann doch lieber das mit der Inschrift machen sollen. Ich bin verwirrt. Speichern und zum Menü. Achso, der speichert er automatisch jeden Morgen, ne? Also gut, wir werden schon nicht sterben. Hoffentlich. Aber das regeneriert definitiv nicht die Herzen. Das ist verwirrend. Oh. Was ist jetzt das? Sand. Kriegen wir nochmal Seetang. Nochmal einen Fisch. Und nochmal Sand. Naja, immerhin etwas. Kloppen wir mal ein bisschen weiter. Was hätten wir hier? Eine Blume, vielleicht können wir mit der irgendwas machen. Ist auch Material für irgendwas, okay. Das ist ein bisschen verwirrend gerade. Wie heile ich mich denn? Und
Und das ist auch etwas komisch, dass es keine Pause-Taste gibt. Vielleicht sollte man ein Haus bauen. Na, gucken wir mal. Ich werde jetzt erst gleich nochmal zurückgehen, dann werde ich noch ein bisschen was zu essen machen. Nicht zu essen machen. Kohle machen wir nochmal ein bisschen. Dann werden wir nämlich selbst auch noch was essen in der Zwischenzeit. Und wir können mal gucken, dass wir nochmal ein bisschen Gold machen. Und ich sollte eigentlich auch schon mal nachsehen, denn da gab es ja irgendwie diese schleimige Spitzhacke oder so. Was wir dafür denn alles brauchen. Was macht eigentlich der Schlüssel? Ein Konsum-Item. Schleimige Spitzhacke, das haben wir schon alles. Na kommt, wir probieren das einfach mal. In der Zwischenzeit können wir ja noch ein paar Goldbahnen machen. Tun wir das einfach mal. Bäm. Jetzt müssen wir noch was essen. Wovon haben wir denn gerade sehr viel? So, das sah gut aus. Ach, warte mal. Wir hätten auch mal nachsehen können, was wir hier... Bis 12 Ausdauer einfach nur. Schaden ist um 75% erhöht. Erhalte 50% mehr Gelee beim Töten von Schleimen. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das so wichtig gerade ist. Wir könnten eigentlich noch ein weiteres Land kaufen. Jetzt ist halt die Frage, ob wir das aktuell brauchen. Ich glaube, der nächste Skill geht irgendwie in EP oder so beim Farmen. Oh! Ja, leck mich fett. Der hat mich jetzt beinahe erwischt. Wieder Nacht. Und wir könnten dann bestimmt hier hinten nochmal so eine Fackel aufstellen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so blöde. Gold, 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 Gold. Hallo? Warte mal, ich kann mit ihr reden. Gefangen. Ah, okay, die heilt uns. Ah, krass, okay. Jetzt weiß ich Bescheid. Wir müssen also diese kleinen Feen, wir müssen hingehen und da müssen wir einfach nur E drücken. Und dann helfen die uns. Kann ich hier auch einfach E drücken? Nee. Ich kann es einfach kaputt kloppen. Sehr gut. Beleben wir ja doch noch ein bisschen. Boah, das macht echt süchtig. Das glaubt einem keiner. Muss mal gucken, ob das aktuell auch auf Twitch gespielt wird. Stufe 8. Und jetzt so mit dieser neuen Axt geht irgendwie alles viel schneller. Finde ich schon mal gut. So, dann Gold. Gib mir Gold. Dann machen wir noch ein bisschen Goldbahn. So, stellen wir her, jetzt schauen wir mal. Also. Was können wir denn hier freischalten? Also wir könnten hier das Inschrift-Dings freischalten.
Schreibtischschiffer, ich weiß ja noch nicht, was man damit macht. Oder einfach 20% mehr EP. Wir wählen, glaube ich, mal 20% mehr EP. Das hilft uns am Anfang einfach mehr. Kampf erhöht die Ausweichenschance um 15. Schaltet Kessel frei. Schaltet Schwerter frei. Oh Gott. Das ist ja richtig viel, was man hier machen kann. Das heißt, es hat tatsächlich einen richtigen Anreiz, hier rumzurennen und alles wegzukloppen. So, kommt. Stellen wir noch ein paar Münzen her. Können wir nämlich hier noch ein bisschen was kaufen. Erweitern wir mal das Land, wo wir rumeiern können. Jetzt würde ich einfach mal sagen, wir machen hier unsere ganzen Eisenbahnen erstmal fertig. Knochenspitzhacke, dazu bräuchte ich Ziegel und Knochen. Okay. Klingt gefährlich. Das klingt gefährlich. Kloppen wir noch ein paar weitere Bäume. Und dann, glaube ich, mache ich gleich noch ein bisschen Kohle draus. Aber das Spiel nimmt einen definitiv nicht an die Hand. Ja, du kriegst auch gleich was zu essen. Erstmal darfst du hier oben noch das ganze Zeug wegklatschen. So, jetzt hauen wir dann hier was rein. Dann machen wir noch mal ein bisschen Kohle draus. Ja, ich weiß, du bist hungrig. Was haben wir denn hier aktuell? Wir haben hier einen Seetang für dich. Dann isst mal ein paar Fische. So, das reicht dann erstmal. Jetzt geht's aber ab. Dum, 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 dum. Der könnte ich sprechen, aber im Moment möchte ich mich nicht heilen. Also lassen wir die einfach mal in Frieden. Die müssen wir hier noch was hin. Und dann würde ich jetzt sagen, kommt, wir kaufen uns jetzt noch ein Stückchen Land. Für 50, für 60, für 80. Kommt, wir kaufen uns erstmal das Land hier drüben. Da ist eine Schatzkiste. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir da rüberkommen. Ich denke, da müssen wir eine Brücke bauen. Jetzt müssen wir mal nachsehen, wie baue ich denn eine Brücke? Bauen. Brücke. Ich brauche einen Schlüssel. Mist. Gucken wir mal, was brauchen wir denn für den Schlüssel? Wir bräuchten Eisenbahn und Goldbahn. Jetzt haben wir natürlich kein Gold mehr, weil ich gerade das ganze Zeug hier verkauft habe dafür. Mist. Müssen wir jetzt also warten, bis hier wieder Gold respawnt. Ah. Okay, ich habe nichts gesagt. Gucken wir mal. Zwei Goldbahnen bräuchte ich. Ja, perfekt. Ja, wir haben schon ein bisschen Glück. So, nehmen wir das mal mit. Jetzt gehen wir rein. Quatsch. Quatsch. Ich wollte hier hin. Schlüssel. Stell mal einen Schlüssel her. Kann ich mit dem Huhn irgendwas machen? Okay, ich kann es töten und dann Fleisch haben. Interessant. So, was bräuchten wir für Stahl? Da bräuchten wir auch Gold. Okay. Wir sollen dafür Goldbahn brauchen? Na, ich weiß ja nicht. So, gehen wir mal rüber. Das kloppen wir da noch schnell weg.
Laterne für eine bessere Sicht in der Dunkelheit. Aha. Ach, die folgt uns jetzt, oder wie? Ey, cool. Das ist süß. Das ist ja mal echt süß. Oh, wartet mal, da ist ein fieser Schleim. Gleich mit dem Schleim aufboxen. Jetzt können wir gleich mal gucken, wie das dann hier wird. In der Dunkelheit, ob man da wirklich viel, viel mehr sieht. Ja, doch. Sehr praktisch. Na gut, dann essen wir mal, wenn du jetzt hier schon so rummeckerst. Was hätten wir denn hier? Wäre irgendwie cool, wenn man irgendwo auch Kisten bauen könnte. Aber das scheint hier nicht so der Fall zu sein. Können wir halt noch gar nichts machen. Mit Farmen geht jetzt auch noch nicht so viel. Was ist denn hier mit der Nähstation? Die könnten wir eigentlich schon mal bauen. Kommt, wir bauen einfach die Nähstation mehr oder minder daneben. So. Bam. Ich werde mir das gleich mal ansehen. Ich werde zwar erst nochmal ein paar Goldbahnen herstellen. Stufe 9. Richtig krass. Nehmen wir hier mal noch was. Ob ich mit dem Ding irgendwie was anstellen kann? Nee, das kann ich nicht anfassen. Ich hätte beinahe so einen Marienkäfer oder einen Mist, wie heißt das nochmal? Glühwürmchen. Ein Glühwürmchen, unsittlich berührt. Ja, sowas kann schon mal passieren. Schaut mich nicht so komisch an. Das ist völlig normal. Ob man Sachen auch wegwerfen kann? Ich bin am Überlegen, ob das geht. Oh. Stirbschleim. Also, ich habe schon wieder einen Skillpunkt. Na, kommt. Wo steckt man denn das jetzt mal rein? Inschrift K. Angeln braucht man nicht. Wir stecken das in Farmen. Schaltet Schaufel frei, schaltet Windmühlen frei, schaltet Brot frei. Oh ja, das klingt gut. So, das haben wir gerade gemacht. Ackerbau. Farmen bringen um 25% mehr Ressourcen ein. Tiere bringen 25% mehr Ressourcen. Schaltet Sprinkler frei. Kochen. Schaltet Kochtöpfe frei. Schaltet Zucker frei. Schaltet Mayo frei. Schaltet Käse frei. Okay. Das müssen wir dann gleich mal gucken, ob ich da irgendwie schon was Cooles bauen kann. Vielleicht schon Felder oder so. Wobei man jetzt sagen muss, eigentlich bräuchte ich es nicht. Oh. Kohle, 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 Kohle. Kohle. Okay, ich sehe es schon irgendwie kommen. Auch wenn das jetzt nicht so das Spiel ist, wo man irgendwie so viel zu sagen kann. Ich glaube, ich werde das noch ein paar Folgen spielen.
Und das ist, denke ich, ein ganz gutes Spiel für einen Stream, wo man dann einfach so nebenbei ein bisschen labern kann. Weil man sich eigentlich nicht so konzentrieren muss. Und das gar nicht... Alter, ist das jetzt euer Ernst? Und man da eigentlich gar nicht so viel sagen muss. Was ist das hier eigentlich? Das verwirrt mich. Oh Gott. Und... Hey. Geht's noch? So Leute, ich muss mal ganz kurz... What the fuck? Was? Ist es jetzt euer Ernst? Ach so, man kann wieder reinladen. Okay, jetzt dachte ich fast, ey. Oh. Gott, das hätte mich jetzt ein bisschen fertig gemacht. Das hätte mich tierisch fertig gemacht. Jetzt hoffe ich, dass man hier noch EP kriegt. Wartet mal, jetzt muss ich irgendwas umklotschen. Damit ich gucken kann, ob ich noch EP kriege. Hier, das Schwein. Ich krieg noch EP. Alles gut. Das wäre sonst echt übel. Okay. Ich würde sagen, ich beende die Folge an der jetzigen Stelle. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Dann werde ich wieder ein bisschen Quatsch machen. Und warte mal. Wir sprechen die noch schnell an. Ah. So, jetzt ist natürlich die große Frage, wo spawnt die nächste? Ach, hier oben. Also sobald die eine despawnt, kommt die neue wieder. Naja, gut. Ich bin jetzt erstmal raus und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was und ciao.